Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist das Reiter und wir sind einem vorgestellt von The City Must Grow Vorschau Nummer 5. Der Entwickler hatte sich gemeldet, hat mir gesagt, dass mit mehreren Updates viele Sachen sich verändert haben. Die würde ich sagen, wollen wir uns nach dem Intro mal angucken, was denn so los ist. Ne? Dann würde ich sagen, bis gleich. So, dann schauen wir mal in ein New Game. You couldn't game will be lost. Ja, wollen wir. So, da haben wir 5 Straßenteile. Oh, das sieht ein bisschen anders aus. Wir haben hier Wald. Ich glaube, der war damals noch nicht da so, oder? Und das Biom, ist das, wenn es ein Biom ist, ist jetzt so bräunlich. Na, dann schauen wir mal, ne? Straße bauen wir nach da. Und nach da. Und vielleicht noch nach da. Gut, dann sind wir Straßen schon mal los. Es hat sich nichts geändert hier, gibt es keinen Text. Das sind unsere Ziele, die wir haben. Jetzt gibt es Häuser zu bauen. Das machen wir dann mal, dass wir hier was hinbauen. Ja, machen wir alle 6 Teile mal. Ach, da sind noch 4 mehr. Okay. Dann machen wir das mal so, oder? Ja. Cycle Count. Okay, erste Runde und da kann man Undo machen. Okay, da sind jetzt irgendwelche Holzebenen gemacht worden. New Residential Building 2. Es hat uns 400 gekostet, was wir getan haben. Und wir können hier Bauernfelder machen. Machen wir mal hier unten hin. Die brauchten ja keine Straße, ne? Okay, das haben wir. Dann Schritt weiter. Jetzt gibt es hier was Neues. Wood Industry. Das heißt, die bauen irgendwo ab, ne? Würde ich jetzt hier oben mal hinsetzen wollen. Ach so, es waren nur 2, okay. Dachte, es wären mehr gewesen. Runde 3 war das. Runde 4. Wir haben wieder Straßen bekommen. Hier ist nochmal eine Zone dazugekommen, glaube ich. Und die beiden da oben auch. So, dann bauen wir die Straße mal weiter. Weiß nicht, komm, wir machen eine richtige Kreuzung dahin. Läuft erstmal. Karte hat sich ein bisschen erweitert. Hier sind schon schickere Häuser hingekommen. Hier oben ist nichts passiert. Wir haben noch Agrarfläche hinzugekommen, die hier unten ja ist. Die ich auch tatsächlich erweitern will, weil 5 Felder noch. Machen wir so, ne? So, jetzt haben wir 3 Bewohner bekommen und die Agrarfelder sind auch mehr geworden. Was ist denn hier mit unseren Zielen? Holzindustrie ist wohl noch nichts am machen und hier haben wir jetzt 72 Essensrationen, die dazugekommen sind oder was es auch immer ist. Residential Zonen sind da gekommen, wir haben aber noch ein Drittel Platz, also 2 Drittel Platz sogar, dann lassen wir das erstmal so, ne? Machen wir nichts da. Nochmal 3 dazugekommen. Es gibt immer noch Residential Zones. Da würde ich jetzt dann tatsächlich doch mal 2, ja, vielleicht 4 dazu machen. Dann geht's weiter. Okay. Hier ist nichts passiert. Hier ist ein bisschen was gepflanzt. Wir könnten hier oben mal gerade Woodworker weitermachen. Alle will ich nicht machen, aber die 4 machen wir mal dazu. Sind auch. Wir brauchen Arbeiter, 9 Stück. Die sind doch da, aber warum machen die nichts? Also mehr wollte ich jetzt nicht machen. So, wir haben wieder Leute zugekriegt, 12. Unser Essen ist mehr geworden wohl. Hier haben wir auch 288, das ist schon mal gut. Das wächst sehr gut hier. Jetzt machen wir hier mal ein bisschen mehr. So, das soll reichen. Mehr mache ich da nicht. Und wir müssten jetzt Residential Zones haben für Erweiterung. So, der ist nämlich auch 100% gerade gekommen. Zum Glück passt es gerade so. Machen wir mal so. Kann ich das zurücknehmen? Einen Schritt zurück. Undo. Ah, okay, dann geht alles zurück. Mir ist gerade eingefallen, dass ich hier eine Straße reinmachen wollte.
So, 4. Dann machen wir hier noch was hin. Passt. Drei Leute halt dazugekommen, 6 Agrarfelder dazu und 2 Holzindustrien. Passt. Jetzt geht es hier mit dem Holz los und das ist schon tatsächlich sehr gut da. Okay, jetzt ist jetzt hier langsam jetzt schwächer hier. Da müssen wir gucken, dass wir das nicht alles aufbrauchen. Gut. Ja, da ist jetzt 5, 336. Ich würde jetzt tatsächlich hier noch 2 Felder auf jeden Fall hinzaubern. Aber warum hier Need Workers steht, weiß ich nicht. Aber ich hoffe, die 15 sind am Arbeiten, ne? 21 ist die Kapazität, die wir haben. Okay, das reicht noch. Komm, wir machen noch 2 Felder dahin und die anderen 2 lassen wir weg. Wir haben wieder Leute bekommen. Es ist auch Essen dazugekommen. 336, 20 Holz. Wir haben wieder Residential Zones. Ja, ich mache da noch welche hin hier. So, und den Rest behalten wir oder lassen wir. Ja, wir brauchen Arbeiter, das ist schon klar. Low Stock ist Wood und 3 Leute sind da gekommen. Da oben sind 2 Felder dazu gekommen. Jetzt haben wir mal Straßen. Die würde ich auch gut nutzen wollen. Oh, das war jetzt natürlich, komm, dann machen wir nochmal ein Undo. Ich brauche das ja hier. Hier müssen wir die Straße haben, ne? Weil dann können die da wohnen, sonst wohnen die da ja nicht. Okay, das bedeutet, wir machen jetzt weiter. Feld ist größer geworden. Wir haben hier 408 schon mal. Da sind 20 und hier sind es 21. 21 ist noch Fläche da. Wir kriegen hier Woodworkers dazu. Wood Industry dazu. Machen wir 2 von den 6. Mehr machen wir nicht. Das Dingens Holz geht jetzt gerade hoch hier. Wood. Das geht hoch. Ja. Sieht gerade aus, als ob es ein bisschen besser wird. Da wir hier Fläche frei haben, würde ich die jetzt tatsächlich dann da auch verbauen. Und jetzt haben wir auch 100%. Gut, dass wir gebaut haben. Agrar wächst. 480 haben wir gleich voll. Und Holz wächst auch, Holzproduktion. Need Workers, die brauchen noch Arbeiter. Und das hier sind noch Felder. Da ist eigentlich die Straße. Ja, ich zieh's durch mit allen. So, jetzt brauchen wir 16 hier. Hier fällt's aber wieder. Hier geht's hoch. Residential Zones, aber da wir hier noch genug haben, würde ich das jetzt nicht machen wollen. Es müssen erstmal Häuser gebaut werden, ne? Hier geht die Holzproduktion wieder hoch. Mehr Arbeiter werden gebraucht. Ein Feld ist dazugekommen. Okay, jetzt machen wir das aber nicht, weil wir hier noch einige haben, die da sind. Hier oben ist Wood-Industrie entstanden. Und der Rest klappt jetzt noch nicht, ne? Jetzt haben wir hier Straßen, die werden wir auch machen. Und da sind sie weg, die Straßen. Weiter geht's. Fläche ist vergrößert. Ja, wir hätten hier Residential Zones wieder, aber die möchte ich jetzt nicht machen, weil wir noch genug frei haben. Und die Arbeiter werden immer noch gebraucht, ne? Hier sind wir bei 480. Nochmal Straßen. Ja, da ist noch eine, dann passt es erstmal. Was passiert? Nichts passiert. Wir haben wieder Residential Zones. Wir haben hier 35, 480 und 27. Da sind wir schon bei 100%, aber es liegt eher daran, dass keine Häuser gebaut werden, ne? Machen wir mal so. 2 lassen wir über. New Industry hatten wir. Okay. Da hinten ist ein Wood gekommen. Das steigt jetzt zum Glück wieder. Aber wir kriegen die Leute nicht zusammen hier, ne? Eine haben wir noch, machen wir dahin. Okay.
Da an den Werten hat sich links nichts geändert. Jetzt haben wir ein bisschen Dingens gekriegt. Ja, Essen kannst du noch nachbauen. Obwohl das hier schon ziemlich gut ist, glaube ich. Okay, die Felder sind dazugekommen. Hier hat sich aber nichts geändert. Ja, hier geht es runter, die Produktion von Holz, aber das läuft gerade noch so. You don't have to mark on each cycle. Ja, das ist die Erinnerung, dass ich nicht immer alles machen muss. Ich mache da noch zwei bei oder da vielleicht auch noch einen. Okay. Felder sind gekommen, aber nichts bewachsen hier, ne? Ich weiß nicht, ob das einen Unterschied macht. Wahrscheinlich nicht, ne? Soweit sieht es erstmal noch gut aus. Die Straßen nehmen wir allerdings mit. Und da lang. Dann sind sie weg. Fläche wird größer. Hier sind doch schon weniger Häuser geworden, ne? Kann das sein? Und wir brauchen Arbeiter, aber irgendwas passt jetzt nicht. Ich würde mal hier gerade zum Test 4 Stück da einstellen und zu gucken, ob das da vielleicht nicht so schön zu wohnen ist oder so. Mehr mache ich aber nicht. Ja, ist auch nicht besser geworden. Fünf. Jetzt gucken wir mal weiter. Zwei Industrien haben wir verloren. If buildings are not used for a long time, they will collapse on their own. Ja, die sind zusammengebrochen, weil nicht gebraucht. Gut, dann machen wir das mal so, dass da zwei wieder hinkommen. Aber vielleicht machen wir auch noch mehr dahin. Weil eigentlich brauchen wir mehr, ne? Hier müssen wir auch höher kommen. So, da sind zwei Industrien dazugekommen. Hier ist natürlich runtergegangen. Need Workers, aber ich weiß nicht, wo ich die Workers hernehmen soll. Ich habe doch alles dafür getan, oder? Nee, da, dann machen wir das. Hier noch einen hin, da einen hin und ja, wo gehen wir noch hin? Tja, machen wir da einen hin. Ach, noch einer haben wir immer noch. Geht da noch einer. So, wieder zwei Holzindustrien zusammengebrochen. Dafür sind auch zwei gekommen. 35, 84, 27, da tut sich gerade nicht mehr viel, ne? Straßen wieder dazu bekommen. Machen wir mal hier eine Querstraße raus. Und da noch einen hin. Und vielleicht da noch. Weiter geht's. Holzindustrie ist dazugekommen. Wir könnten hier Grünflächen noch hinzufügen. Aber will ich jetzt auch nicht mehr machen. Lassen wir mal dabei. Hier sind schon jetzt 4 kaputt gegangen sogar. Hier hat sich nichts getan. Ja, wir brauchen definitiv hier Wohnraum. Warum der nicht wächst, weiß ich nicht. Tja. Na komm, dann machen wir das zwei da auch noch hin und dann gucken wir mal weiter. Ist nichts passiert. Jetzt gibt es wieder Straßen. Hier sind nur Felder weniger geworden. Mach da eine hin. Da. Dann sind die Straßen weg. Was passiert in der nächsten Runde? Also hier geht's runter, sehen wir. Eine neue Holzindustrie ist gekommen. Häuser haben wir noch genug. Mach jetzt gerade noch die zwei voll und dann war's das. Weiter geht's. Hier werde ich diese nachpflanzen gerade. Wenn man von Pflanzen sprechen kann, ne? Es tut sich gerade wieder nichts mehr. Wir haben wieder einen absoluten Stillstand. Es kommen auch keine Leute. Hier diese Industrie ist kollaps. Das heißt, wir machen da eine hin und da eine hin. Die letzte lassen wir offen. Es fällt hier runter, ne? Growmeter.
Sieht gerade nicht gut aus. Brauche ich nicht. Wood Industry collapsed, aber ich kann auch nichts ändern. Es wird da oben links auch nicht besser hier. Wohnraum brauche ich nicht, weil ich habe genug angeboten, muss nur gebaut werden. Das brauchen wir auch nicht. Wir sind auf jeden Fall hier bei dem Bar ein bisschen gleich geblieben. Jetzt ist es aber wieder runtergegangen, weil wir eine Holzindustrie verloren haben. Jetzt haben wir hier wieder Straßen. Machen wir so, ne? Und da können wir ja noch eine nach da machen. Game ends if the things continue to worse for a long time or if there is no development in the city. Ja, das haben wir schon festgestellt. Es entwickelt sich leider nichts, das ist richtig. Ich kann aber nichts ändern gerade. Ich weiß nicht, ob ich mehr Holz brauche, vielleicht um Häuser zu bauen. Das könnte sein, ne? Ja, das brauchen wir auch nicht bauen, was hier gibt, ne? Ist wieder schlechter geworden. Die Straßen lasse ich jetzt auch weg, bringen mir ja auch nichts. So, jetzt ist der letzte Zyklus hier. Straßen sind immer noch im Angebot. Es tut sich nichts. Es tut sich immer noch nichts. Jetzt kann ich hier zwei bauen. Habe ich getan und jetzt werden wir wahrscheinlich das Spielende sehen. Nein, wir haben zwei Holzdingens dazu gekriegt. Dadurch ist es geblieben. Wir können hier jetzt noch ein bisschen aufrüsten. Da sind sie. Mal gucken, ob das uns rettet. Ja, ein bisschen hat es hier dazugegeben. Das brauche ich allerdings nicht. Doof ist, dass wir jetzt kein Holz haben, ne? Ja, es ist was dazugekommen, aber es ist trotzdem hier runtergefallen. Wir stehen kurz vorm Ende, ne? Ja, vielleicht müsste ich das Holz aufsparen, damit hier gebaut werden kann. Das weiß ich aber nicht. Aha, wir sind ein bisschen gestiegen zum Glück. Straßen lasse ich weg. Wir sind nochmal gestiegen. Es ist nochmal wieder eine Holzindustrie wohl dazugekommen. Wie viel haben wir denn noch? 15. Jetzt ist es wieder runtergegangen. Wir haben hier noch Flächen, deswegen mache ich das mal gerade nicht hier. Essen ist eigentlich gut, ne? Aber der Rest ist nicht so dolle. Jetzt haben wir hier wieder Holzindustrie. Ändert sich hier leider nichts mehr, ne? Ich würde die freien Flächen jetzt hier mal gerade zumachen. Ja, es ist schlechter geworden. Eine Holzindustrie. Ja. Und jetzt letzte Runde und vorbei. Nein, wir haben uns noch gerettet. Da ist eine gewachsen. 5 Holz haben wir nur noch. Straßen könnten wir bauen, machen wir nicht. Ja, es ist wieder. Hier sieht es jetzt ganz schlecht aus, aber das Essen ist ja eigentlich gar nicht mal so schlimm hier, ne? Holz 40. Und das ist gewesen. Ja, bestes Ergebnis war wohl immer noch nicht jetzt hier. 326. Da haben wir schon mal was Besseres gehabt, ne? Aber leider nicht in diesem. C-Map machen wir mal, ja. So ganz ist mir es nicht klar, was ich tun muss, damit es hier besser wächst. Irgendwo war es jetzt wieder Stillstand, ne? Jetzt haben sie auch die Häuser nicht gemacht. Ich weiß nicht, ob ich Holz brauchte. Vielleicht brauchte ich Holz. Könnte sein, ne? Ich denke mal, wenn jetzt nichts dazwischen kommt, dann machen wir da nochmal eins von und dann gucken wir uns das an, ne? Dann würde ich erstmal sagen, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch keine Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wer das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Vorschau. Bis dann. Ciao.